Hallo und herzlich willkommen. Heute behandle ich das Thema Enthalpie, Entropie und freie Enthalpie eines Prozesses. Dazu werde ich die Aufgabe B machen und hier müssen wir die Gleichgewichtskonstante K berechnen. Ich habe jetzt unter dem Aufgabenblatt erstmal die Gleichung aufgeschrieben, die wir für die Berechnung der Aufgabe B brauchen. Und das ist einmal die Gibbs-Helmholtz-Gleichung hier für die Berechnung der freien Standardreaktionsenthalpie. Dann einmal hier die Gleichung für die Berechnung der Gleichgewichtskonstante. Und dann einmal hier die Gleichung für die Berechnung der Reaktionsenthalpie und Reaktionsentropie. Als erstes habe ich dann die Reaktionsenthalpie berechnet, also hier. Und hierfür kann man die Werte aus der Tabelle entnehmen und die in diese Gleichung hier einsetzen, also die Werte für die molare Standardbildungsenthalpie. Und wenn man die Werte einsetzt in die Gleichung, dann erhält man einen Wert von 167.470 Joule pro Mol für die Reaktionsenthalpie. Das gleiche macht man dann auch noch für die Reaktionsentropie. Und die Werte kann man wieder aus der Tabelle entnehmen für die Standardentropie. Und diese setzt man dann in die Gleichung für die Reaktionsentropie, also hier ein. Und wenn man das jetzt macht, erhält man einen Wert von 473,86 Joule pro Mol mal Kelvin. Diese ausgerechneten Werte kann man dann in die Gibbs-Helmholtz-Gleichung einsetzen für die Berechnung der freien Standardreaktionsenthalpie. Und dazu muss man auch noch die Temperatur einsetzen und die beträgt 25 Grad, also 298,15 Kelvin. Wenn man jetzt alle Werte einsetzt, erhält man einen Wert von 26.188 Joule pro Mol. Wenn man diese Werte jetzt alle in die Gleichung für die Gleichgewichtskonstante einsetzt und dazu auch noch die Gaskonstante einsetzt, dann erhält man einen Wert von 2,58 mal 10 hoch minus 5 bar hoch 3 für die Gleichgewichtskonstante, was bedeutet, dass das Gleichgewicht stark links, also bei den Edukten, liegt. Die Einheit von der Gleichgewichtskonstante muss man auch noch berechnen, das machen wir hier. Und hier können wir aus dem Skript entnehmen, dass wenn bei der Reaktion die Produkte gasförmig vorliegen, was sie in dem Fall tun, und also wenn die Produkte gasförmig vorliegen, dann haben die die Einheit bar, und wenn die Edukte jetzt fest vorliegen, dann haben die die Einheit Mol pro Mol, und das kürzt sich raus, und die Einheit bar hoch 3 bleibt übrig. Am Ende werden wir jetzt noch die Frage klären, wie sich die Lage des Gleichgewichts bei einer Temperaturerhöhung verändert. Und dazu habe ich hier mal die Reaktionsgleichung aufgeschrieben. Und die ganze Reaktionsgleichung ist endotherm, also die Reaktion von den Edukten zu den Produkten ist endotherm. Das bedeutet, sie benötigt Wärme, um abzulaufen. Und wenn man jetzt die Temperatur erhöht, dann hat man ja sehr viel Wärme zur Verfügung, was der endothermen Reaktion ja sehr gelegen kommt. Und dann erhöht sich die Gleichgewichtskonstante und das Gleichgewicht verlagert sich auch mehr auf die rechte Seite, also die Seite der Produkte, weil halt mehr Wärme zur Verfügung steht.